Meine Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Live-Satsang mit dem Titel Deine Befreiung liegt auch im nächsten Schluck Kaffee. Jeder psychologische Schmerz entspringt aus einem Sein, das sich nicht selbst erkennt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn sich das Sein selbst erkennt, wenn sich das Bewusstsein als Bewusstsein wieder selbst erkennt, heißt es, dass es keinen psychologischen Schmerz mehr gibt. Und was ist das Bewusstsein? Das Bewusstsein ist unsere wahre Natur. Wir selbst sind dieses formlose, körperlose Wesen. Wir sind nicht dieser Körper, wir sind kein Ich. Es gibt keine Trennung. Wir selbst sind dieses ewige Bewusstsein. Meine Lieben, vergesst alles, was ihr jemals geglaubt habt, über euch zu wissen. Vergesst jeden Gedanken, den ihr über euch selbst gedacht habt. Es ist alles eine Täuschung. Es ist alles eine Unwahrheit. Fangen wir bei dem an, über uns gar nichts zu wissen. Öffnen wir uns für unsere tiefe Unwissenheit. Beginnen wir im Unbekannten. Beginnen wir im Nichts. Alles, was ihr jemals über uns geglaubt haben, ist nicht wahr. Der Gedanke kommt in diese tiefe Dimension, wo wir wirklich zu Hause sind, wo unser Ursprung ist, nicht hinein. Wir selbst sind diese Wahrheit. Wir selbst sind dieser Frieden. Hören wir auf, nach der Wahrheit zu suchen. Solange wir nach der Wahrheit suchen, erkennen wir das Offensichtliche nicht. Die Suche überdeckt uns selbst. Die Suche überdeckt unser natürliches, wahres Sein. Es ist nichts notwendig, um zu sein. Wir sind. Wir sind es, was wir suchen. Wir sind es bereits, meine Lieben. Wir waren es immer schon und werden es immer sein. Das, was aus unseren Augen raussieht, ist es bereits. Das, was wir mit unseren Augen ansehen, ist es bereits. Aus dem Glauben, ein getrenntes Ich zu sein, aus dem Glauben, hier dieser Körper zu sein, hier diese Person zu sein, warten wir immer auf den nächsten Moment. Kein Moment wird besser sein als dieser Moment hier. Kein Moment wird vollkommener sein als dieser Moment hier. Wir warten immer auf einen schönen Umstand. Und daran ist nichts verkehrt. Außer, dass wir uns von diesem Umstand abhängig machen und leiden. Aber in Wirklichkeit ist auch in dem Leid nichts verkehrt. Ich bin nur hier, meine Lieben, um euch zu erinnern, dass es einen einfachen Weg, einen entspannteren Weg gibt, um sozusagen das Leben zu genießen. Wenn wir aus unserer wahren Perspektive leben, aus unserer wahren Perspektive sind, bedeutet das, wir sind frei von den Umständen. Wir glauben nicht, dass wir nur Erleuchtung erfahren können, wenn wir nach Indien gehen oder wenn wir uns aus der Welt zurücknehmen oder wenn wir uns einen langen Bart wachsen lassen und in einer Höhle sitzen. Das hatte ich lange Zeit bei meiner Suche geglaubt, dass sozusagen das eine Bedingung ist, in der Höhle zu sitzen, auszuschauen wie die großen Heiligen. Bis ich erkannt habe, nein, das Heilige, die Wahrheit ist immer hier, hier in diesem Moment, in jedem Umstand und auch im nächsten Schluck Kaffee. All das ist das Leben. Alles, was wir jetzt hier erfahren, ist perfekt.
Jedes Leid, jeder Schmerz, jede Angst, jede Freude, jede Liebe, jede Leichtigkeit ist das Sein, ist die eine Energie, die wir sind. Der Moment ist jetzt vollkommen und ganz, wenn, und jetzt kommt die einzige Bedingung, wenn wir frei sein wollen, dann gibt es einen Weg, eine Kraft, die uns schnellstmöglich in das Erkennen reinbringt, was wir tatsächlich sind. Indem wir das Herz haben, indem wir die Intelligenz haben, indem wir den Willen haben, indem wir die Weisheit haben, das anzuschauen, was jetzt ist, und es so sein lassen zu können, wie es jetzt ist. Dass wir Ja sagen zu dem, was jetzt ist. Dass wir uns verschmelzen mit diesem Moment, mit all unseren Emotionen, mit all unseren Gedanken, mit all unseren Körperempfindungen, mit all dem, was da draußen ist, indem wir uns erlauben, uns tief von diesem Moment berühren zu lassen. Das steckt schon in dieser Redewendung. Erlauben wir uns von diesem Moment tief berühren zu lassen. Dann geschieht die Verschmelzung. Dann löst sich das Gefühl, eine getrennte Person zu sein, auf, Schritt für Schritt auf. Erlauben wir uns von diesem Moment, vom Leben selbst und von all dem, was wir jetzt erfahren, uns tief berühren zu lassen. Ohne dass wir es gleich schwächen oder stärken wollen, manipulieren wollen, kontrollieren wollen. Erlauben wir uns immer wieder mit dem zu sein, was ist. Das ist die Transzendenz. Dort beginnt die Transformation. Dort beginnt die wahre Selbsterkenntnis. Dort beginnt das Erwachen. Solange wir nach dem nächsten Moment suchen, solange wir nach der nächsten Beziehung suchen, solange wir nach dem nächsten Umstand suchen, sind wir abhängig. Wir sind abhängig von etwas Zweitem. Und solange wir von etwas Zweitem abhängig sind, sind wir in der Trennung, bleiben wir in der Trennung verhaftet. Meine Lieben, erlauben wir uns immer wieder loszulassen von dem Anders haben wollen und gehen wir in die reine Wahrnehmung, in die reine Beobachtung, in die bewusste Wahrnehmung hinein, ganz entspannt, ganz gelassen, dann sehen wir, die tiefste Unordnung wird in Ordnung gebracht durch Liebe, durch unsere reine Beobachtung, durch unsere reine Bewusstheit. Unsere reine Bewusstheit bringt die tiefste Unordnung in Ordnung. Wir erkennen, dass in der tiefsten Unordnung, in allen Ängsten, in allem Leid, in allen Konflikten, in allen Kriegen, in allem Kampf, die tiefste Ordnung verborgen ist. Und die tiefste Ordnung bedeutet, wir erkennen durch den klaren Fokus, durch den klaren Blick, dass alles, alles aus einer Essenz besteht, alles aus dem Sein besteht, dass es zu uns als das, was wir sind, nichts Zweites gibt. Wir sind der Beobachter und gleichzeitig beobachten wir unsere eigene Erscheinungswelt, unseren eigenen Traum. Es sind unsere geträumten Objekte. Deswegen ist es so wichtig, das, was da ist, zuerst einmal begrüßen, bevor wir in eine Veränderung gehen. Zuerst einmal begrüßen. Wir begrüßen uns selbst. Wir begrüßen unseren Inhalt. Wir begrüßen unsere Welt. Wir begrüßen unsere Manifestationen, die aus unserem Geist entstehen. Es gibt keine materielle Welt. Es gibt keine reale Welt.
Die Urillusion ist, dass wir glauben, wir sind ein Ich, wir sind geboren und werden sterben. Und da draußen gibt es eine Welt, die sich weiterdreht. Wir glauben, es gibt Trennung. Nein. Wir bleiben in unserer Bewusstheit. Wir erlauben uns immer wieder, einfach mit dem sein zu können, was jetzt ist. Und wenn es nur für 10 Sekunden sind, immer wieder sich darin zu üben, einfach den Geist ruhig zu halten und wahrzunehmen, was ist. Und dann sehen wir Schritt für Schritt, das, was wir sind, geht über den Körper hinaus. Das, was wir sind, geht über die Gedanken hinaus. Das, was wir sind, geht über die Gefühle hinaus. Das, was wir sind, geht über die geglaubte Welt hinaus. Und plötzlich erkennen wir sind die Unendlichkeit, wir sind die Ewigkeit. Und jetzt kommt der springende Punkt. In unserer eigenen Unendlichkeit, in unserem wahren Sein entsteht ein Traum namens Welt, ein Traum namens Objekten, ein Traum namens Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Beziehungen, Alltag. Freude, Leid, Galaxien. Wir sind nicht dieser Körper. Und wir waren es niemals. Wie kommen wir aus der Illusion hinaus, dass wir hier in diesem Körper gefangen sind oder dass wir der Körper sind? Indem wir mit unserem Geist im Hier und Jetzt ruhen. Meine Lieben, was geschieht, wenn ihr jetzt einfach euren Geist in die Stille bringt, wenn ihr einfach ganz entspannt, bewusst im Hier und Jetzt seid, wenn ihr euch einfach öffnet für das, was ist, wenn ihr euch tief von diesem Moment, von eurem Innenleben und auch von dem sogenannten äußeren Leben berühren lässt. Was geschieht, wenn ihr rausgeht aus der Kontrolle, rausgeht aus dem Anders haben wollen und einfach euch in diesen Moment hinein entspannt? Was geschieht. Was geschieht, wenn ihr die Gedanken über euch selbst loslässt? Wenn ihr die Gedanken über die anderen loslässt? Wenn ihr die Gedanken über die Welt loslässt? Wenn ihr die Gedanken loslässt, wie die Welt zu sein hat, was geschieht, wenn ihr jetzt ins Unbekannte reingeht, in die tiefe Unwissenheit hineingeht? Schaut mal ganz genau hin, was geschieht. Okay, die ersten Antworten sind Frieden. Ganz genau. Weil wir uns erlaubt haben, einfach mal für 15, 20, 30 Sekunden rauszugehen aus unseren Geschichten, rauszugehen aus dem Anders haben wollen, merken wir, aus unserem Sein, aus unserem Sein, aus unserer wahren Natur entspringt unsere eigene Qualität. Wir suchen die Sonne und sind selbst die Sonne. Wir suchen die Liebe und sind selbst die Liebe. Wir suchen den Frieden und sind selbst der Frieden. Hören wir auf zu suchen. Wir können nichts finden. Es gibt nichts zu finden.
Wir sind das, was wir suchen. Und wir können uns selbst nicht finden. Wir können uns nur selbst sozusagen wahrnehmen, fühlen. Meine Lieben, wir sind selbst diese Sonne, wir sind selbst dieses Licht, wir sind selbst dieses Mysterium. Ein einfaches Ja zu dem, was ist, reicht aus. Und aus diesem Ja heraus gehen wir natürlich noch immer in eine Veränderung, wenn wir es wollen. Aber wir haben Frieden, wir erfahren Frieden, wir erfahren Entspannung, wir erfahren Liebe, Leichtigkeit, weil wir einfach die Gedanken über uns selbst, über die anderen und über die Welt einmal beiseite geschoben haben, weil wir endlich einmal aus dem Ego, aus unseren Geschichten ausgestiegen sind, weil wir uns endlich einmal erlaubt haben, in unsere wahre Größe zurückzukehren, die wir immer sind. Hören wir auf, uns klein zu halten. Hören wir auf, diesen Geschichten da drinnen zu folgen. Hören wir auf zu glauben, wir müssen was therapieren. Hören wir auf zu glauben, wir müssen irgendetwas verstehen. Wenn wir in die Emotionen reingehen mit unserem puren Fokus, finden wir alle Antworten, finden wir alle Erklärungen, warum wir gelitten haben. Wenn wir mit einer Geschichte in unsere Gefühle reingehen, sind wir nicht ehrlich zu unseren Gefühlen? Wir legen eine künstliche Geschichte rein. Wenn wir uns erlauben, unsere tiefsten Ängste anzuschauen, unsere tiefsten Ängste zu erleben, pur zu erleben, pur, pur, ohne mit der Verzerrung des Denkens reingehen, ohne mit der Verzerrung des Denkens reinzugehen, dann sind wir ehrlich zu unseren Gefühlen. Und dann sind die Gefühle für uns da. Und dann macht das Gefühl auf. Dann machen unsere Ängste, unsere Trauer, unsere Einsamkeit auf. Und alles löst sich wieder in einen ewigen Frieden auf. Wir haben es niemals gelernt und deswegen fällt es uns so schwer. Wir haben es niemals gelernt, dem Leben, dem Moment so betrachten zu können, wie er ist. Ist ein Wind auf meiner Haut? Ist ein Wind auf meiner Haut? Sind Sonnenstrahlen auf meiner Haut? Sind Sonnenstrahlen auf meiner Haut? Ist Angst in meinem Inneren? Ist Angst in meinem Inneren? Ist Freude in meinem Inneren? Ist Freude in meinem Inneren? Diese Haltung, meine Lieben, diese Haltung lässt uns erwachen, lässt uns zu der Größe erwachen, die wir sind. Wenn wir etwas gegen unsere Ängste haben, haben wir etwas gegen das Leben. Und im Endeffekt haben wir etwas gegen uns selbst. Denn wir sind all das. Und wenn wir gegen uns selbst sind, erlauben wir uns selbst nicht zu erwachen, erlauben wir uns selbst uns nicht zu erkennen als das, was wir sind. Es gibt keine Reinkarnation, weil es nicht einmal eine Inkarnation gibt. Es gibt nur das, was ist. Das, was wir sind, nennen wir Seele, bewegt sich keinen Millimeter. Geht nicht dorthin und dorthin und dorthin. Es gibt keine reale Lokalisation. Wir sind niemand in einem Niemandsland, nirgendwo. Es gibt keine Koordinaten, wo wir sind. Es gibt nichts Reales. Es gibt keine Materie. Es gibt Erscheinung, Geist, reiner Geist. Und sagt mir, meine Lieben, wenn es nur reinen Geist gibt, wenn es nur Energie gibt, wo gibt es Koordinaten? Wo gibt es etwas, wo wir sagen, hier sind wir? Es ist alles eine Illusion. Alles ist hier drinnen. Das ist die Illusion. Die Geschichte ist die Illusion. Ich bin in Österreich. Ihr seid in Deutschland, Italien, Schweiz, wo auch immer. Es gibt
nur das, was ist, als Erscheinung, als Illusion, als Traum, als Energie. Und das ist perfekt. Daran ist nichts verkehrt und darin muss nichts verändert werden in Wirklichkeit. Wenn wir diesen Moment betrachten können, wie er ist, von unserer Unbewusstheit in unsere Bewusstheit reinswitchen, sehen wir den Frieden, sehen wir die Weite, sehen wir die Liebe in allem, was ist, in der Kirche und in der Nichtkirche, in Indien und nicht in Indien, im nächsten Schluck Kaffee und im nicht nächsten Schluck Kaffee, beim Zähneputzen am Fußballplatz und beim Meditieren. Überall wartet die Wahrheit auf uns. Wir warten überall auf uns selbst. Wir sind ja immer dabei. Wir als das Sein sind ja immer da. Egal wo wir sind oder egal wo wir nicht sind. Egal was wir tun oder egal was wir nicht tun. Wenn wir uns einfach immer erlauben, von Moment zu Moment, in diesen Moment hinein sich zu entspannen. Gehen wir von der Illusion der Trennung in die Einheit. Und wir erfahren Frieden. Wir erfahren uns selbst. Versuche es nicht mit dem Verstand zu verstehen, Sabine. Der Verstand kommt in diese Tiefe nicht hinein. Der Verstand bleibt an der Oberfläche. Wir dürfen den Verstand mal beiseite legen. Und das geschieht am einfachsten, indem wir wachsam sind, indem wir einfach ganz entspannt, aufmerksam in diesem Moment sind. Von Moment zu Moment, so oft wir wollen, so lange wir wollen, einfach wahrnehmen, was ist, ohne sofort in eine Geschichte abzudriften. Einfach nur wahrnehmen, was ist. Die Angst wahrnehmen, wie sie ist. Die Trauer wahrnehmen, wie sie ist. Den Schmerz wahrnehmen, wie er ist. Die Entspannung wahrnehmen, wie sie ist. Und natürlich, das Ego lässt es am Anfang nicht zu, denn das Ego ernährt sich von Schmerz. Diese abgespaltene scheinbare Ich-Instanz ernährt sich von Schmerz. Es möchte leiden, es braucht den Konflikt, es braucht den Kampf, es braucht die Reibung, weil ohne Kampf, ohne Konflikt, ohne Reibung gibt es keine Trennung mehr. Deswegen ist es so, dass wir sozusagen, wir als die Illusion, ein Ich zu sein, wir suchen unterschwellig die Angst. Weil wir glauben, ohne Angst nicht mehr zu sein. Wir glauben, nur mit Ängsten sein zu können. Wir sind zwar nicht ganz glücklich mit der Angst, aber wir wollen von der Angst auch nicht loslassen. Weil wenn wir von der Angst loslassen, glauben wir, nicht mehr zu sein. Als Ich, als Ego. Und ja, es ist richtig. Als Ich, als Ego, als getrennte Instanz sind wir nicht mehr, wenn wir von der Angst loslassen. Aber wer hier den Mut hat zu springen, wer hier das Herzblut hat, in die Angst reinzugehen, wird das wahre Leben jenseits der Angst erfahren, die wahre Schönheit, die Tiefe des Lebens jenseits allem Schmerz erfahren. Solange wir als Ego davor zurückschrecken, sind das nur hohle Worte, was hier gesagt werden, ist es nur Theorie, entweder abstoßende Theorie oder interessante Theorie. Es geht mir aber darum, meine Lieben, dass ihr in das Erleben reinkommt, dass ihr in das Erfahren reinkommt. Denn sonst bringt das überhaupt nichts. Und in die Erfahrung kommen wir rein, wenn wir uns erlauben, mit dem zu sein, was ist. Denn dann verschmilzt, anders gesagt, dann öffnet sich das, was wir wirklich sind. Dann öffnet sich immer mehr unser wahres Sein. Und wir erkennen, wir sind formlose Essenz, formloses Bewusstsein.
Und das formlose Bewusstsein besitzt keine Ängste mehr. Das formlose Bewusstsein ist ja unsterblich. Das formlose Bewusstsein ist ja ewig. Also wovor sollte dieses formlose Bewusstsein wirklich noch eine reale Angst haben? Das Ich hat natürlich Angst. Das Ich hat Angst zu sterben. Dieser Körper wird eines Tages sterben. Solange wir glauben, wir sind der Körper, sind wir immer in einer Angst gefangen, weil dieser Körper sterben wird. Aber wir sind nicht dieser Körper. Wir sind nicht dieser Körper. Wir sind das, was diesen Körper benutzt, bewegt, beseelt. Wir sind das, was diesen Moment kreiert, erschafft. Wir sind dieser ewige Bewusstseinsraum. Daher ist Selbsterkenntnis, das Erwachen, etwas ganz anderes als was in der Welt durchgeführt wird, um seine Ängste aufzulösen. Ist alles wunderbar, ist überhaupt nicht schlecht oder besser als das andere. Aber wir gehen hier an das Fundament, an die Basis, wo alle unsere Emotionen entstehen, wo all unser psychologischer Schmerz entsteht. Wir müssen nicht mit den Ängsten bekämpfen, die Trauer, die Einsamkeit, die Schuld, die Scham. Wir machen es uns einfach. Wir gehen an die Basis. Wir wissen mittlerweile, dass dort, wo Trennung ist, dort, wo das Gefühl, ein getrenntes Individuum zu sein, dort entspringt jeglicher psychologischer Schmerz. Wir schließen die Trennung, wir lösen die Trennung auf und damit all den psychologischen Schmerz, der dranhängt. Egal wie wir die Emotion nennen, egal wie wir den psychologischen Schmerz benennen, wir brauchen nur die Lücke zu schließen und somit lösen sich unsere psychologischen Schmerzen, alle psychologischen Schmerzen, auf. Und wie lösen wir die Trennung? Indem wir in diesem Moment bewusst sein können. Immer und immer wieder. Und nicht davor flüchten. Es nicht kontrollieren wollen, es nicht manipulieren wollen, sondern einfach immer wieder sich darin zu üben, mit den Tatsachen zu sein, mit dem Leben zu sein, mit diesem Moment zu sein, mit allem, was da drinnen ist, mit allem, was da draußen ist. Und wenn es nur für eine Minute ist, immer und immer wieder, und dann merken wir, es wird weit, es wird still, es wird friedlich, es wird entspannt in unserem Innenleben. Und wir erkennen immer mehr, was wir tatsächlich sind. Okay, meine Lieben. Brigitte, sollte man mit Depression nicht erstmal eine Therapie machen? Kann Spiritualität nicht auch eine Flucht sein? Natürlich kann das eine Flucht sein, Brigitte. Natürlich. Wenn du den Impuls hast, dass eine klassische Therapie für dich das Richtige ist, dann ist es jetzt auch das Richtige für dich. Ich sage nur, wenn wir offen sind, wenn wir bereit sind, auch unserer Depression in die Augen zu sehen, wenn wir bereit sind, mit unseren tiefsten Gefühlen sein zu können, gibt es nichts mehr zu therapieren. Gibt es kein Ich mehr, löst sich das Ich auf. Und die Depression hängt an einem Ich. Nehmen wir das Ich aus dem Spiel, gibt es keine Depression mehr. Also, wenn du das Gefühl hast, dein Wesen ist jetzt dafür offen, dann ist jetzt das Richtige für dich. Wenn du das Gefühl hast, nein, das ist dir zu, keine Ahnung, zu abstrakt oder du möchtest dann noch mehr verstehen, du möchtest das sozusagen noch mehr herumgehen, dann ist auch das Richtige jetzt für dich. Du kannst nicht irren, wir können nicht irren. Jeder Schritt, den wir gehen, meine Lieben, ist der richtige Schritt. Ich möchte hier nur etwas preisgeben, wo wir niemanden brauchen. Wo wir niemanden brauchen. Wenn sich unser System damit wohlfühlt,
Wenn sich unser Wesen damit wohlfühlt, sind wir frei. Und wir kennen, wir schlagen alle Fliegen mit einer Klappe, indem wir uns selbst erkennen, wir als das Sein. Da gibt es nichts mehr zu therapieren. Da gibt es nichts mehr zu therapieren. Das Sein kann gar nicht therapiert werden. Denn das Sein ist Gott. Das Sein ist die Vollkommenheit. Ja. Maria fragt, ob ich einen Kurs in Wundern gehört habe. Ist das nicht das Gleiche? Also ich habe sehr oft davon gehört, viele, die in mein Premium-Coaching kommen, haben diesen Kurs in Wundern gemacht und sie sagen, sie sehen irrsinnig viel Parallelen. Nur ist das, was ich von mir gebe, viel einfacher. Diese Rückmeldung bekomme ich. Soviel ich weiß, arbeitet ein Kurs in Wundern mit Heiligen Geist und Jesus und so, glaube ich, alles nicht verkehrt. Für mich aber alles viel zu kompliziert, viel zu kompliziert. Ich verweise nur darauf, was wir sind. That's it. Und wenn wir das erkennen, gibt es nichts mehr zu tun, nichts mehr zu verstehen. Also nichts mehr zu tun bedeutet nicht in der Welt, sondern nichts mehr für eine Suche, nichts mehr für zu therapieren. Dann brauchst du keinen Kurs im Wundern, dann brauchst du nichts mehr, gar nichts mehr. Nichts mehr. Die Suche ist beendet. Die Suche ist beendet, indem wir den Blick zu uns selbst zurückwerfen. Indem wir Ja sagen zu unseren Gefühlen, denn wir laufen nur vor unseren Emotionen weg. Wir haben nur ein Problem zu durchschauen. Das Problem bedeutet, wir laufen vor unseren Emotionen weg. Wenn wir lernen, uns umzudrehen und Hallo zu sagen, herzlich willkommen, liebe Angst, herzlich willkommen, liebe Scham, herzlich willkommen, liebe Schuld, ihr dürft hier sein. Ihr dürft hier sein. Dann ist alles getan. Dann ist alles getan. Ja, es kann natürlich sein, Petra, dass das Nervensystem, der Körper noch länger braucht, um nachzuziehen. Natürlich, aber wenn es kein Ich mehr gibt, wenn es keinen Widerstand mehr gibt, ist auch dass das Nervensystem sozusagen noch durch das alte Ich in einer Disbalance schwingt, kein Problem mehr. Denn, meine Lieben, das Ich sucht Angstlosigkeit. Es geht aber nicht primär um Angstlosigkeit. Es geht primär darum, mit der Angst sein zu können. 100% mit der Angst sein zu können. Das bedeutet, mit dem Leben sein zu können. Und dann, wenn wir mit dem Leben sein können, bedeutet das als Nebenprodukt, dass sich die Angst auflöst. Wenn wir als Ich die Angst bekämpfen, sind wir nicht ehrlich zu der Angst. Und die Angst wird wiederkommen. Sie wird wiederkommen in einer anderen Verkleidung. Ja, Sabine schreibt, ich habe mich als Bewusstsein erfahren während eines Autounfalls. Ich habe mich vom Körper entkoppelt. Das war ein Erwachenszustand, Sabine. Das war ein Erleuchtungszustand. Durch diesen Autounfall hat der Verstand vollkommen losgelassen. Du wusstest, es gibt kein Vorwärts, kein Rückwärts, kein Links, kein Rechts. Der Verstand wurde schachmatt gesetzt. Und deswegen hat dein Sein sich selbst erkannt. Und das ist, was ich immer wieder empfehle, meine Lieben. Erlauben wir uns, rauszugehen aus dem ständigen Denken. Erlauben wir uns, einfach immer wieder nur zu sein. Einfach immer wieder nur zu sein mit dem, was ist. Denn es sind nur unsere Gedanken, nur unsere unbewussten Gedanken, die uns wieder in eine Geschichte führen. Und natürlich ist auch selbst die Geschichte die Vollkommenheit. Aber durch die unbewussten Geschichten erkennt sich die Vollkommenheit eben nicht als Vollkommenheit. Deswegen dürfen wir einmal
von unserer unbewussten Geschichte loslassen, indem wir bewusst hier sind. Einfach hier sind. Ja, wunderbar. 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 Der Verstand bekommt seine Grenzen zu spüren. Ganz genau. Wir können aber genauso uns unseren Gedanken bewusst werden. Immer wieder bewusst werden. Immer wieder uns bewusst werden, was wir denken. Dann merken wir, wir entladen die Gedanken. Sie haben keine Kraft mehr. Sie haben keine emotionale Ladung mehr. Wenn wir bewusst sind, auch in unserem Alltag, von Moment zu Moment, erkennen wir uns selbst. Wir entsagen dann nicht der Welt, sondern wir lieben die Welt. Wir lieben das Leben, wir lieben unseren Traum. Es geht nicht hier um klassisches Advaita. Es geht nicht hier, wie die alten Inder, die sagen, die Welt da entsagen und nein, die ist nichts wert. Nein, ich gehe einen anderen Weg. Die Welt ist da. Die Freude ist da. Das hier ist da, um geliebt zu werden von uns. Wir gehen raus aus unseren Geschichten, wir entsagen unseren Geschichten und gehen in unseren Traum hinein und beginnen, den Traum zu lieben. Wir beginnen, das Leben zu lieben. Also, es hat nichts hier mit etwas zu tun, dass wir etwas negieren. Ganz im Gegenteil. Als ich verneinen wir die Welt. Als ich verneinen wir das Leben. Wir kämpfen mit dem Leben. Als Sein öffnen wir uns fürs Leben. Als Sein umarmen wir das Leben. Als Sein lieben wir das Leben. Wie ich das geschafft habe, fragt Brigitte, indem ich Selbsterforschung betrieben habe, indem ich speziell Bücher gelesen habe von Nisargadatta und Jiddu Krishnamurti. Nisargadatta hat einen anderen Ansatz als Krishnamurti. Beides verschmolzen ist das, was ich sozusagen jetzt von mir gebe. Selbsterforschung, einfach Selbsterforschung. Einfach zu erkennen, die Zeilen, da ist die pure Wahrheit drinnen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Jedes Wort von Nisargadatta, jedes Wort von Krishnamurti ist die Wahrheit. Ich wusste es tief in meinen Zellen, ich wusste es auf jeder Ebene. Und dann bin ich in die Selbsterforschung gegangen, mit Hilfe dieser Bücher. So lange, bis ich verstanden habe, worum es geht. Und ich versuche, das, was eventuell etwas abstrakt ist, hier sozusagen alltagstauglich zu machen. Alltagstauglich zu machen, worum es wirklich geht. Wenn wir unbewusst sind, erkennen wir uns nicht als Sein. Wenn wir bewusst sind, erkennen wir uns als Sein. Das ist alles, was es zu verstehen gilt. Und das ist alles, was wir auch durchführen dürfen. Ich kann immer wieder nur sagen, diejenigen, die sich dieser Anleitung, diesem Prozess widmen, die erfahren Befreiung. Diejenigen, die das dreimal machen und sagen, es funktioniert nicht, die gehen natürlich wieder weiter. Und auch das ist wunderbar. Auch das ist perfekt. Das System, das Wesen ist noch nicht so weit für diese unglaubliche, radikale Befreiung. Es muss noch ein Umweg gegangen werden, der auch, wenn der Umweg gegangen wird, der richtige Schritt ist. Denn wir irren nie. Wir als das Sein irren nie. Auch wenn uns das der Verstand eventuell mitteilt. Es kann Heilung eintreten, wenn wir körperlichen Schmerz haben. Es kann Heilung eintreten. Es kann sein, dass alleine diese Selbsterkenntnis Heilung auch den Körper sozusagen in die Heilungsfrequenz bringt. Es kann sein, es muss aber nicht sein.
Und wir dürfen uns auch im Außen Hilfe holen, jederzeit. Aber aus unserem Inneren geschieht die wahre Heilung, um zu erkennen, wer wir tatsächlich sind. Lisa schreibt, es fühlt sich dennoch nicht so an, als wäre da jemand bewusst. Natürlich ist es nicht jemand. Es ist das, was du bist, und das ist ja kein jemand, das ist ja niemand. Das ist nothing, das ist das Bewusstsein selbst. Und ich rede niemals zu Lisa. Ich rede zu dem, was Lisa wirklich ist. Okay, meine Lieben. Der Weg in unsere Befreiung führt durch das Anerkennen, was ist. Der Weg in unsere Freiheit führt in die Anerkennung, was ist, in das Betrachten, was ist, in das Bewusste, durch das Bewusste wahrnehmen, was ist. Und sobald wir bewusst wahrnehmen, was ist, und wieder unbewusst in eine Geschichte verfangen, sind wir nicht mehr wirklich bei dem, was ist. Daher ist es zuerst einmal sehr empfehlenswert, den Bewusstseinsgrad zu aktivieren. Einfach wachsam zu sein. Irgendwann können wir auch das alles fallen lassen, weil wir erkennen, wir sind einfach. Aber am Anfang, wenn wir noch auf dem Weg sind, uns selbst zu erkennen, ist meine Empfehlung, nehmen wir die Dinge bewusst wahr, wie sie sind, ohne sie gleich irgendwo unbewusst in eine Geschichte einzukategorisieren. Meine Lieben, ich lade euch ein, wenn ihr Lust und Laune habt, noch ein paar Minuten mit mir hier in der Stille zu verweilen. Und einfach sich zu erlauben, Ja zu sagen zu dem, was ist. Ja zu sagen zu dem, was wir jetzt erleben. Zu unserem Widerstand, zu unserem Schmerz, zu unserem Leid. Alles begrüßen, alles willkommen heißen. Und bevor ich es vergesse, ich freue mich auf euch, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder zu meinem kostenfreien Satsang live dabei seid. Macht es euch gemütlich und nehmt einen tiefen Atemzug. Und vergesst mal alles, was ihr glaubt zu sein. Vergesst mal alles über euch selbst. Und traut euch, in das Unbekannte reinzugehen. Habt den Mut, in die Unwissenheit hineinzugehen. In das absolute Nichts. In die Unendlichkeit. Verbindet euch mit diesem Moment. Lehnt euch an diesen Moment an. Connectet euch mit diesem Moment. Indem ihr einfach da seid. Einfach entspannt hier seid.
Okay, meine Lieben. Wir sind hier als das, was wir tatsächlich sind. Wir müssen nichts tun. Wir sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder live dabei seid. Alles Liebe.